Happy Birthday to you. Happy Birthday. Seit dem Krankenhauslied. Liebe Rita, von hier aus senden wir dir gute Genesungswünsche. Komme recht bald wieder nach Hause. Wir missen ganz doll Jessica, die in New York lebt und keinen Urlaub machen kann. Wir missen Kalle, der Elternpflichten erfüllen muss und im Moment mit seinen Jungs im Martinszug mit der Schule und Kindergarten unterwegs ist. Wir vermissen Andreas, Antje und die Kinder aus Neuseeland, wenn nicht die große Entfernung wäre. Wir missen Karl-Heinz, Andreas' Vater, der nach einem Schlaganfall im Pflegeheim lebt und sich langsam zurück ins Leben, zweite Leben kämpft. Ich bin sicher, Sie alle wären gerne heute bei dir, um mit dir zu feiern. Nun möchte ich einen kleinen Rückschau halten über unser beider Leben. Als wir uns 1980 kennen und lieben lernten, 73. Lieben Damen, hatten wir beide nicht geglaubt, dass wir eine so große Wegstrecke gemeinsam gehen würden. Aber wir waren mutig genug, es nochmal zu wagen, und es war gut so. Auch in unserer Ehe gab es Höhen und Tiefen, aber unter dem Strich überwiegten die guten Zeiten mehr als die schlechten. Ich möchte mich bei dir heute bedanken. Würde der Standesbeamte mich heute fragen, ob ich dich nochmal heiraten möchte, wäre meine Antwort, ja, ich will. Erwähnen möchte ich mit einem Lächeln, dass wir kurz vor unserer Silberhochzeit am 16.12. stehen. Was auch die Zukunft bringen mag, wir wissen es nicht. Aber ich bin guten Mutes, dass wir auch die kommenden Jahre schaffen werden, so gut, so wie es für uns vorgesehen ist. So, meine zweite Seite ist nicht hier. Ja, bei der Frau wirst du 100 Jahre. Nun möchte ich alle bitten, aufzustehen und mit mir das Glas zu erheben, um anzustoßen auf dich, lieber Hans. Auf die Lebensfreude und vor allen Dingen auf die Liebe. Das ist auch ein Geschenk. Dann habe ich dir zu verdanken. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Heinrich. Happy birthday to you. Von mir eine wunderschöne rote Einladung gekriegt. Und wie ich den roten Brief sah, habe ich gedacht, oh, vielleicht noch ein alter Verehrer. Aber nein, ich habe aufgemacht, ein Brief von dir. Und ich wusste ja von Astrid, dass nur die Verwandtschaft kommt. Und da war ich natürlich ganz stolz, dass ich auch eingeladen habe. Ja. Und was ist denn an solchem Tag? Und da erhob sich gleich die Frage, was machst du denn für diesen Tag? Ja. Ich komme es auswendig, ich muss jetzt lesen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen und schließlich doch zu mir gesprochen. Das hat er schon. Das braucht er nicht. Das ist zu teuer, das kriegt er nicht. Ein Ferienhaus an Spaniens Küsten, ein BMW auf Deutschlands Pisten, den Karel Gott auf Grammophon, das hast du schon. Ja.
eine unteure Uhr, den Ring dabei, eine Luxusreise nach Hawaii. Ja, und die Lorraine im Moment, im Gaseschleier. Ja. Das kriegst du nicht, das ist zu teuer. Ja. Eine Putzfrau und eine Büglerin, eine Gärtnerin mit frohem Sinn. Eine Superköchin. Oh, pardon, das hast du schon, liebe Astrid. Im Dirndl. Wunderschön. Ja. Und eine Friseurin, wunderbar. Die schneidet den Hals, das Silberhaar. Ja, die Monika. Ja. Eine nette, ganz auf kurzen Wegen, die pflegt dem Hals die Nägel. Ich kann es ja sagen. Ja. Ja. Die muss mir auch die Nähe schneiden. Und wieder geht's im selben Ton. Das hast du schon. Das hast du schon. Einen Finanzier und Organisator, ein Regulierer und Berater, ein Papagei, der auch noch spricht. Das brauchst du nicht. Einen zweiten Wohnsitz in München-Stadt. Ja. Dort finden tolle Feste statt. Ja, Theresienstraße. Der Hans und Franz und Olaf Hein verwöhnen dich. So muss es sein. Ja, das stimmt. Und wieder geht's im selben Ton, das hast du schon. Ja. Eine tolle Frau, Familie, Kinder und eine Handvoll Enkelkinder. Und treue Freunde, das ist wahr, das hast du schon. Ja. Es ist wunderbar. Ja, dann ist es wichtig. Ja. Ein guter Freund steht hinter dir. Du weißt es. Ja. Und lange habe ich nachgedacht, womit ich dir eine Freude mache. Ja, ist gut. Oh, bitte. Nicht mittelmäßig oder klein, nein, was Besonderes soll es sein. Ja. Moment. Und stolz darf ich dir jetzt verkünden, ich habe etwas Tolles, konnte etwas Tolles finden. Das hast du nicht. Das brauchst du aber ungeheuer. Ja. Und es war mir auch nicht zu teuer. Oh. Heinz, er kann es einem fliegen lassen. Oh, schön. Schön. Also, bisher warst du ja immer meine zweitbeste Freundin. Jetzt bist du meine erstbeste Freundin. Ja, beide. Die Wartung war immer die erste. Wenn die zu bleiben.
Viele Leute. Sie sind zum Festtag angereist. Sie wollen alle feiern heute, da noch die Straßen nicht vereist. Sie kommen all zu deinen Ehren, du konntest dich nicht dagegen wehren. Nun will ich endlich euch verraten, falls ihr nicht wisst, aus welchem Grunde. Ich glaube, ihr riecht schon diesen Braten, was euch hier trieb zu dieser Runde. Uns lieber Heinz, das ist das wahre Wort kürzlich 85 Jahre. Du bist ja immer sehr bescheiden. Für dich ein Aufwand ist dir fremd. Du möchtest gern in Ruhe bleiben. Sehr richtig. Nicht, dass ihr glaubt, du seist gehemmt. Du, lieber Heinz, liebst deine Ruhe. Nur Tennis und Fußball sind nicht tabu. Ja, das ist jetzt das Halbfinale. Ja. Und wenn ihr Heinz hier vor euch seht, dann könnte man doch schier kaum glauben, wie er noch oft so gerade steht und vielfach noch so ohne Schnaufen. Das nur, weil Astrid sagt daheim, geh grad, sonst kommt's ins Altersheim. Das fordert dich heraus, doch manchmal möchtest du es nicht hören. Du ziehst ein Stück die Stirne raus, doch willst du dich auch nicht empören. Denn du weißt gut und sehr genau, sonst hättest du nicht so'n Körperbau. Oh, ja, so viel ist es immer. Das ist schon noch gut. Ja, hier wird man keine Hose passen. Du meinst zwar, dass du siehst sehr schlecht, doch siehst du Flusen auf dem Boden. Dann bückst du dich schnell wie ein Hecht, um diese Fluse hochzuholen. Mit dieser Fluse gehst du dann zum Mülleimer, so schnell du kannst. Wenn du schlecht hörst, bekommst du Sorgen. Du denkst schon an Gehörversagen. Das dauert bis zum nächsten Morgen. Dann weißt du, du musst Elke fragen. Sie löst dich von den Angstgefühlen, schickt dich zum Arzt, die Ohren spülen, und dann ist alles, wie es war. Hurra, das Ohrgefühl ist wieder da. Ja, mit dem Arzt. Das warst du, nicht Elke. Ja, ja, das ja, dann sagt der Arzt. Also, ich habe das da gemacht. Also, ja, ja. In Severin, das ist die Severinskirche, mit uns zu Gast. Es war so vor fast 30 Jahren. Für Astrid warst du Enthusiast.
ihr wart noch in den Ansaugphasen. Du gingst mit Astrid zum Klosett und als es dort ganz still geworden, ich kann nicht hören, gehst du herüber und ganz nett, Astrid, liebst du mich? Es war bald morgen. Zu Haus bist du der Sekretär. Du hast die Konten voll im Blick. So hast du immer voll Gewehr und machst es mit sehr viel Geschick. Wenn Astrid einkauft in der Stadt, hast du das Häkchen schon gemacht. Wie kommt es, dass speziell wir beiden uns so besonders gut verstehen? Immer schon konnte ich dich leiden, das soll auch künftig nicht vergehen. Ich glaube, weil ich ohne Vater als Kriegskind meine Fahne hisste, fehlt mir so häufig der Berater, was ich im Leben so vermisste. Du bist Ersatz in meinem Leben, das ist wohl stetig mein Bestreben. Aus diesem Grunde war mir klar, dass ich nicht kann in Spanien bleiben. Wenn feierst du mit deiner Schar, sollte ich mir dort die Zeit vertreiben. So buchten wir schon lange Zeit die Reise her und das zu zweit. Wir beide wollen dir hier zeigen, dass wir uns sehr vor dir verneigen. Wenn wir dich also vor uns sehen, dann wünschen wir uns alle sehr, dass wir im Alter auch so gehen und fit im Kopf wie du bisher. Das soll für lange Zeit so bleiben, solange wir uns hier die Zeit vertreiben. Es ist dir sicher eine Freude, dass auch die Kinder Zeit gefunden. Sie halten dir doch stets die Treue, obwohl sie beide sehr gebunden. Selbst Hiltrud aus dem Switzerland ist heute außer Rand und Band. Das kommt ja gleich. Wir sind ja noch nicht zu Ende, ne? Ein kleines Laster hast du wohl. Und dieses macht dir sehr viel Spaß. Der Qualm der Marke Marlboro kommt manchmal dir schon aus der Nase. Doch eins ist klar, und das mitnichten, auf den Genuss kannst du nicht verzichten. Nee, nee. Das weiß auch Astrid sehr genau. Sie hegt und pflegt sehr schön das Heim. Mit reichlich Blumen im tristen Grau, was ich euch sage, ist kein Schleim. Sie hat ein ganz besonderes Händchen für Deko, Blumen und Kränze mit Bändchen. Das ist immer wieder Adventszeit. Zum Dank bist du ganz tolerant, lässt Astrid Freud auf ihren Wegen, wenn sie noch immer sehr charmant den ersten Mann möcht bestens pflegen. Sie kümmert sich sehr würdevoll im Heim um ihn. Sie macht das toll. Du lässt ihr Freiheit mit den Damen. Lässt sie schon mal eine Reise machen. Ihr Tatendrang soll nicht erlahmen. Dann hast du zu Hause auch gut lachen. Du gönnst der Astrid viel Vergnügen. Doch niemals wird sie dich betrügen. Nee, dabei. Mein lieber Hans, nun lass dir sagen, bleib immer froh und auch bescheiden und lass uns nicht mit Unbehagen all das, was kommt, uns so verleiden. Wir schauen immer stets nach vorn und halten uns damit in Form. Ich mach jetzt Schluss und höre auf, der Feier noch einen guten Verlauf. Wir wünschen dir und auch den Deinen nicht Krankheit, Not und großes Leiden. Wir wünschen dir eine Menge Glück. Schau stets nach vorn und nie zurück. Wir wünschen dir zum Ehrentage noch viele gute, schöne Jahre. Du sollst sie voll gesund erleben, wollen darauf unser Glas erheben. Sei immer lustig, immer froh und wir versuchen es ebenso. Elke und Richard. Ja, bravo.
Für mich